Deine, eure Bühne. Herzlich willkommen in der Reisebericht Ein Jahr Lernfahrt Digitales Ökosystem. Ich bin der Christian, freue mich, dass Pibi mit dabei ist. Bist herzlich willkommen hier mit euren Ideen. Ja, ich habe schon gehört von dir. Ich mache folgenden Vorschlag. Ihr habt euch eingecheckt für die Idee, einen LernOS-Lernpfad, den es letztes Jahr in einer groben Vorstellung gab, als wir die Assembly hier gemacht haben und den es jetzt seit März, glaube ich, vor dem Digicamp ordentlich gibt. Und ich würde gern mit euch diese Erfahrungsreise spiegeln und start jetzt, dass ich euch die erzähle, die Etappen der Reise. Dann mache ich einen Break und frage euch, warum ihr da seid. Das heißt, die herzliche Einladung ist, irgendwas muss euch ja getriggert haben, entweder von letztem Jahr, die dabei waren oder die mit im Lernzirkel sind oder die irgendwie das GitHub uns retten. Das wäre so die Idee. Und dann herzliche Einladung, dass wir das auch dialogisch machen. Ich habe die PowerPoint dabei, die wir letztes Jahr zur Vorstellung hatten und kann da in Details gehen, muss es aber nicht. Ich würde auch gern mit euch reden und ganz ernsthaft nochmal, die große Idee ist, dass ich mit eurer Erfahrung darüber denken will, wie Peer Learning mehr Menschen erreicht, wie es bislang erreicht hat. Das ist der Treiber, der mich bewegt. Wir sind ein IT-Dienstleister, der seit 1966 am Anfang eher als Ego-System wie als Ökosystem Erfolg hatte. Wir machen Software für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte und können das so gut, dass wir glauben, niemand kann es besser wie wir und haben das Jahrzehnte auch bewiesen und haben in den letzten 15 Jahren gemerkt, wir möchten, müssen mit mehr Partnern arbeiten, nicht nur die ganz großen, von denen Softwareprodukte wir schon immer nehmen, sondern auch viele, viele kleine Partnerinnen. Und das Ökosystem verändert sich. Viele Ökosysteme entstehen mit unseren großen Mitgliedsunternehmen. Wenn ihr die Big Four anguckt, sind es in sich schon digitale Ökosysteme, die mit unserem korrespondieren. So, das heißt, in der Umorganisation, die wir 2019 gemacht haben, wurde plötzlich ein Geschäftsleitungsbereich Ökosystem entwickelt. Gab es vorher gar nicht. Eine Verantwortliche für Ökosystem gibt es. Das Thema ist also virulent. Und wir haben uns in so einem Kompetenzcircle fürs Chief Operating Office ausgeguckt, was für eine Kernkompetenz brauchen eigentlich alle. Also, und das war noch vor KI, wahrscheinlich würden wir heute den KI-Lernpfad, gibt es jetzt ja, aber der gab es da noch nicht. Es war so eineinhalb, zwei Jahre her. Wir investieren in das Thema Ökosysteme. Und dann habe ich mit Simon darüber geredet, ob das ein Lernpfad gehen soll. Und seine Anforderung war ja schon, aber nicht, wenn digitales Ökosystem drüber steht, sondern wenn digitale Ökosysteme im Allgemeinen sind. Und so sind wir auf die Reise gegangen, allerdings schwer datenlastig. Das heißt, das, was wir hier letztes Jahr vorgestellt haben, waren meine Expertinnen aus diesem Ökosystemgeschäftsfeld, die für sich nicht aus Dativ-Sicht, sondern aus Forschungssicht, hauptsächlich Fraunhofer. Da ist ganz viel Fraunhofer-Intelligenz drin. Wie lernt man Menschen darüber nachzudenken, dass Ökosystem-Business was anders ist, wie das, was wir seit Jahren machen? Und dass das nicht nur die paar, die Schnittstellen programmieren, interessieren muss, sondern alle. So, letztes Jahr war ich da und Joachim, ich kann mich erinnern, du saßt mir gegenüber und sagst, bist du wahnsinnig? Du willst im Juli am Digicamp das Ding schon als Piloten rausgeben. Ihr arbeitet erst seit zwei Monaten dran. Das haben wir gemacht. Wir haben den im Juli als Pilot gestartet. Da war er wirklich noch sehr im Werden. Haben dann die ersten zwei oder drei Gruppen gelernt und wir haben immer diese Digicamps dreimal im Jahr als Start und Endpunkt einer Learning Circle Experience gemacht. Und zwar nicht nur für diesen Lernpfad, sondern für alle Lernpfade, die es im LernOS gibt. Und habe immer so, und im Juli dachte ich, jetzt geht's los und dann fängt er, und im Herbst, jetzt ist er da und er funktioniert und positives Feedback. Ich glaube, wir haben vier Circles im November gebildet und haben dann in drei Iterationen ist er verbessert worden. Im Januar durften wir ihn dann richtig in dem Git, so seitdem ist er auch im Internet noch als in Bearbeitung im Status von Simon, weil wir noch keine fünf Pilotgruppen hatten. Aber er war schon richtig als verteilbares Dokument. Irgendwann hat er gesagt, er braucht den GitHub-Experten. Ja, es geht mir auch so, es gibt den Simon Broder, ohne ihn kann ich in diesem GitHub gar nichts machen. Also das ist so ein bisschen der Prozess, den wir da hatten. Und dann haben wir im März gestartet und den möchte ich nochmal rausgreifen, weil ich über Weihnachten relativ intensiv mit dieser Geschäftsleitungskollegin und ihrem
Mitarbeiter, dem Leiter Ökosystem gesprochen haben. Und es war der Weihnachtsmarkt der DATEV. Ich glaube, er hatte schon ein bisschen Glühwein. Und wir standen zu dritt. Und ich sage, ihr müsst mitmachen. Wenn ihr wollt, dass dieses Ding funktioniert, müsst ihr lernen. Und dann sagt der Bernd so zu Jutta, komm, das machen wir. Und sie, okay, 4 Termine, einen in einer Woche. Und ich, nee, 12 Termine, einer in der Woche. Und mit Eva bin ich jetzt seit, ich bin in Woche 18, glaube ich, jetzt mit Bernd Meyer und die beiden am Wort gehalten. Und sie sind in Learning Circles und Eva war dabei, vor Zeugen, deswegen kann ich sagen, meine Geschäftsleitung sagt, sie soll aufhören, sie zu überzeugen, sie sei jetzt überzeugt. Und das ist schon ein Unterschied, das gern mit Stolz geteilt, dass wir es geschafft haben, dass ein Geschäftsleitungsmitglied mir sagt, Peer-Learning mit diesem Ding für Ökosystem macht Sinn. So, und jetzt bin ich wieder da, weil es haben sich auf diese März-Ding, wir waren jetzt im Juni am DigiCamp und wir waren ganz viele, wir haben die Boxenstopp zusammengefasst vom März. Und da kamen so 15, alle sagen auch nicht noch ein Lerncircle, ich schaffe in meinem Leben nicht noch ein. Und wir mit Mühe eben, Mathe haben wir einen für KI zusammengebracht. Aber es waren außer denen, die begeistert waren vom Ökosystem Lernpfad im März, nicht genug da. Die Reihen waren nicht. So, und mein Wunsch für heute ist, ich kann Details aus dem Lernpfad erzählen, wenn euch das interessiert, wenn euch Ökosystem interessiert, wo ich kann mit euch darüber reden, wie machen wir weiter, wie geht es weiter. Und jetzt würde mich interessieren, warum ihr da seid, warum habt ihr euch für die Session entschieden, was geht euch durch den Kopf? Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich nicht beim Thema digitales Ökosystem hänge, sondern bei Lernos generell, ne? Weil ich auch ein Thema im Unternehmen jetzt implementiert habe oder noch dabei bin und jetzt Anlauf für die dritte Runde nehme und ich denke, Mann, wo ist denn jetzt der Trick? Muss ich jetzt ein Exklusivlabel dranhängen, nur für die ganz Harten oder was muss ich jetzt tun? Also ich habe ein paar Sachen ausprobiert und da kann ich gleich gerne noch was zu sagen, wenn es interessant ist. Ja, also ich bin da, Christian hat es ja schon gesagt, weil ich in dem Lernzirkel mit drin bin und so super überzeugt und begeistert bin von der Methode und auch von dem Thema, viele andere Themen. Ich beschäftige mich damit, wie man Strategien mit Leben erfüllen kann, wie man Transformation unterstützen kann. Ich bin so überzeugt, dass dieser Weg gemeinsam sich Themen zu erarbeiten, die eigene Perspektive drauf zu finden, der richtige ist, damit man, also immer diese von oben, diese Infoduschen von oben oder Bücher durchlesen, helfen halt nicht. Und das ist so die dermaßen richtige Methode. Aber ich weiß auch, und ich war dann ja in zwei, weil ich dann auch den KI-Mob nicht auslassen wollte, lauter Begeisterung, dann bin ich auch an meine Grenzen geraten. Und ich glaube, das ist auch so. Ja, mich interessiert es, wie kann man das mehr verbreiten, dem Ganzen mehr Leben einhauchen, Menschen gewinnen dafür. Das finde ich spannend. Deswegen bin ich da. Ich kann mich meiner Vorrednerin tatsächlich sehr viel anschließen. Ich finde eine Frage, treibt mich um. Ich finde die Methodik hinter Lernos total cool. Ich habe das Gefühl, wir tun uns bei DATEV ein bisschen schwer, das in die Breite zu bringen, dass das wirklich viele Leute machen. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verstanden habe, aber wenn es bei einem so sexy Thema wie KI schon schwer gefallen ist, viele Leute zu akquirieren innerhalb der DATEV, dann frage ich mich, wie schwer ist es bei einem unsexy Thema, was aber vielleicht auch wichtig ist. Und das ist so eine methodische Frage, was es vielleicht auch braucht, um Mitarbeitende dazu zu bringen, weil es ja auch Zeit kostet, Energie kostet und auch Ängste vielleicht. Also du kennst ja wahrscheinlich bei uns auch die Breakout-Sessions. Sobald Breakouts losgehen, springen die Leute ab und vermutlich ist es eine ähnliche Dynamik auch bei Lernos. Und das sind so Herausforderungen, Fragestellungen, die ich mitgebracht habe, die wir gerne diskutieren können. Okay. Ja, also mich interessiert tatsächlich, wie man eben diese Peer-Learning-Formate in eine Form bringen kann, die noch schneller und leichter geht sozusagen für die Leute. Also 12 Wochen finde ich verdammt lange und ich würde, wenn ich das jetzt irgendwo versuchen würde, selbst zu machen, würde ich immer denken, ich mache 2x6.
Also erstmal 6 und dann schaffen und dann muss man nochmal neu anfangen oder auch vielleicht nicht anfangen, aber dann ist das in sich geschlossen und man hat einen Erfolg. Genau, das wäre schon mal das Erste. Das Zweite war, wie motiviert ihr die Leute, das zu machen? Also wenn ich finde zum Beispiel den KI-Leitfaden nicht so ansprechend für mich jetzt. Das ist sehr lehrbuchhaft, sehr Zeile für Zeile Dinge durchdeklinieren. Das ist nicht wirklich das, was mich antreibt. Wenn ich reingehe in so einen Zirkel, müsste ich ein Projekt haben. Also jeder Einzelne müsste im Grunde sich selber ein Projekt formulieren. Das ist ein Lernprojekt, das jeder individuell formulieren soll für sich. Und wenn ich das tue, dann kann ich mit mir so eine Art Abkommen schließen. Dann sage ich, okay, das ist ein Projekt. Das ist eins für, ich habe 2 offizielle und ein Lernprojekt. Und das ist meins, das habe ich selber gemacht. Das wird mir nicht aufgedrückt. Und wenn ich das KI-Zeug so formulieren könnte, dass es mein Projekt wird, dann würde ich das Gefühl haben, ich verliere. Dann ist es eine Niederlage, wenn ich es aufstecke. Ne? So, aber das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das macht. Also wenn es einfach nur darum geht, den Leitfaden durchzudeklinieren, glaube ich halt, ja, wundert mich nicht, wenn es nicht klappt. Okay. So und so weiter, solche Fragen. Genau. Ich kann jetzt meine 2 Cent auch noch in die Runde werfen. Also auf der einen Seite habe ich eine große Sympathie, Begeisterung, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen für LernOS und Leitfäden. Und erzähle auch und werbe sehr begeisternd für diese Idee. Aber ich merke natürlich, und deswegen bin ich auch hier, dass wir da irgendwo an Grenzen kommen. Also nur weil Peer Learning uns begeistert, heißt es noch nicht, dass alle auf diesen Zug aufspringen. Ich weiß nicht, was eine Konsequenz ist. Also Martin hat sicher eine aufgezeigt mit Projekte sind das, was uns unmittelbar angeht. Und wenn Lernen draufsteht, wird es schon ein bisschen schwieriger. Wie die Leitfäden gestaltet sind, ist so eine Frage. Aber dann habe ich ja schon den ersten Schritt gemacht. Ich habe mich ja eigentlich schon angemeldet oder da ist der Leitfaden vielleicht gar nicht mehr so die Hürde. Oder wir kommen vielleicht wirklich an den Punkt, wo wir bei Peer Learning sagen, unsere Begeisterung teilen einfach nicht alle. Und das, da können wir jetzt eine große Klammer machen und Bildung hinterschreiben und Lernen, Klammer zu. Wahrscheinlich liegt es gar nicht mal an dem Format LernOS, dass man sicher noch aufbohren kann und sexier machen kann und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir kommen einfach an eine Grenze. Unsere Begeisterung teilen nicht alle. Und jetzt kann man sich überlegen, ist das eine Frage der Mohrrübchen, die man dranhängt, der Zeit, die es braucht, Kultur, also da können wir jetzt viele bekannte Dinge aufzählen. Ich weiß auch nicht genau, wie dann so die Lösung aussieht, aber ich finde es auch ganz erfrischend, mal das zu thematisieren, weil sonst halte ich auch immer so die Flagge hoch und sage, ihr müsst das machen, es ist toll und fangt an und die Wirklichkeit sieht dann oft ein bisschen grauer aus. Simon, du hast... Ja, auch ein Gedanken dazu. Ich habe insgesamt 12 Wall-Circle gemacht. Und ich würde sagen, in mindestens 5, vielleicht 6, haben wir außer ab und zu mal ein Schlagwort aus dem Guide aufzugreifen, nichts daraus gemacht. Aber uns hat die Gruppe hat das Thema zusammengebracht. Und wir haben dann wilde Sachen diskutiert und das war für uns total wertvoll. Und ohne den Guide wären wir nicht zusammengekommen. Also es ist sozusagen der Geburtshelfer, dass die Gruppe zusammenkommt. Und das ist auch spannend, ne? Ich bin total bei dir. Ich bin für Leitfäden, ich wollte nicht sagen, dass es gerne geben soll. Nee, klar. Ich meine nur, ich weiß nicht, heute früh war die in der Session, wo das Lernfahrteam vom KI-Leitfaden vorgestellt hat, wie viele Gedanken sie sich gemacht haben über die Didaktik und wie das aufeinander aufbaut. Ja. Und an ganz vielen Stellen machen die Leute es gar nicht so, sondern konsumieren das, wie sie ein Fachbuch lesen. Ne? Man blättert das Inhaltsverzeichnis, man pickt sich Schlagworte raus, der eine weiß das, der andere weiß das. Und in der Gruppe kommen aber trotzdem weiter. Dann doch lieber gleich so in diese Richtung designen, das Ganze. Ne? Dann, weil sonst musst du es ja gegen den Strich machen und das Gefühl, das ist ein Leitfaden, aber wir machen ihn gar nicht. Sondern wenn ich das jetzt ein bisschen auflöse, in so Module zerlege, ich weiß noch, wie das losging mit dem Leitfaden und ich noch gedacht habe, da könnte ich mitarbeiten, weil mich das in dem Moment auch total interessiert hat. Und dann habe ich, nee, das läuft halt alles schon wieder in diese Richtung. Dann lasse ich jetzt lieber sein so, und lerne irgendwie mein Zeug, so gut ich kann. Es sind doch Erwartungen da. Wir fangen mal ein bisschen so. Für mir scheint ein Bild, wie die Session ablaufen kann. Erwartung gar nicht mal unbedingt. Also ursprünglich bin ich in die Session reingekommen, weil ich dachte, okay, digitale Ökosysteme sagten mir jetzt irgendwie noch so gar nichts. Ich schau mal rein. Aber ich finde es super spannend, in welche Richtung das hier gerade läuft. Weil ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen. Wir haben jetzt ganz, vor kurzem eigentlich erst den Leitfaden zum Community Management bei uns durchlaufen. Und haben halt ähnliche Feststellungen gemacht. Ne? Also das Interesse ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, ein Riesenaspekt war tatsächlich dieses Thema persönlicher Profit.
Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann davon sehr stark profitieren, persönlich in meinem Arbeitskontext, ich habe was davon, dann bleiben die Leute, dann haben die Bock darauf, dann wollen die das machen. Und halt vor allem auch, wenn das von Anfang an schon direkt klar ist und die sagen, ja, das hört sich gut an, das will ich. Und das ist halt so ein bisschen in deine Richtung, ne? Ist das Thema sexy, ist es unsexy, wie formuliert man es und so weiter. Was aber bei uns tatsächlich auch super, super spannend ist, wir haben drei große Standorte. Einmal in Essen, einmal in Siegen und einmal in Tettnang. Und wir wissen nicht genau, woran es liegt, ob das kulturelle Unterschiede sind oder vom Background, weil das ist total spannend. In Siegen haben wir die ganze Software, in Essen ist so all das Marketing, HR, Vertrieb und in Tettnang am See ist Produktion. Und das variiert so stark, wie da das Interesse am Lernen ist auch einfach. Ne? Also am Bodensee haben wir ganz häufig das Thema, gebt uns einfach, was wir brauchen, gebt uns klare Vorgaben, Richtlinien. Die würden im Traum nicht auf die Idee kommen, damit zu machen. In Essen oder in Siegen haben wir da viel bessere Karten. Die sind einfach viel öffner. Da kann man gar nicht genug an Angebot, an freiwilligen Angebot machen und die nehmen sich das. Das ist mir super spannend. Ja, also ich bin bei dem Thema recht zwiegespalten. Also seit über 20 Jahren weiß ich, man kann super gute Angebote machen, gerade auch aus der Personalentwicklung heraus. Man macht Angebote, die man als Bedarf wirklich, wo alle einem die Tür einrennen und wenn es da ist, macht es keiner. Und ich glaube, es ist ein anderer Ansatz von der LernOS, weil das ist ja dann echt auch auf Eigenmotivation und aus eigenem Antrieb und freiwillig. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, da braucht es vielleicht ein bisschen Starthilfe durch die Führungskräfte, also nicht im Sinne von Befehl, macht es bitte, sondern Interesse. Ne? Also dass man wirklich schaut, im Rahmen von einer Struktur, vielleicht im Rahmen einer Zielvereinbarung eines Entwicklungsgespräches am Jahresanfang, Mensch, jetzt mal auf ein LMS bezogen und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, was sollst du da machen? Komm, wir machen mal einen Plan, wir gucken mal, was haben wir? Du schaust bitte auch mal, was du brauchst und wir machen dir so eine richtig coole Roadmap. Und dann ist es natürlich aus meiner Sicht wichtig, dass die Führungskraft Interesse hat, dass sie sagt, Mensch, wie war das, wie ist es denn gelaufen und vielleicht auch sagst du, ich kenne da jemand, ich war bei der LernOS, da gibt es jemand, der kennt sich damit aus, ich vernetze euch mal und frage dann mal nach, wie ist es gelaufen. Also ich glaube, die Führungskraft da als jemand, der sich interessiert und dann die Menschen drauf bringt, ey, das ist irgendwie cool, ist, glaube ich, ein wichtiger Motor. Also ich könnte mir vorstellen, bei uns wäre es zu dem Thema wirklich die Führungskräfte dahingehend auszubilden, diese Themen erstmal ins Rennen zu bringen. Danke. Ich habe auch noch einen Punkt. Die Frage war ja, weshalb man da ist und ich bin unter anderem da, weil ich schon verstehen will, wo sind erfolgreiche Firmen, die ganz oft Learning Circles einsetzen, was muss man tun, dass so passiert, weil ich persönlich bin seit eineinhalb Jahren bei DATEV, habe im Vorfeld gehört, dass da Learning Circles eingesetzt werden. Bin seit Working Out Loud Frauenstärken total begeistert von Learning Circles. Hatte dann eine gewisse Ernüchterung, wo ich gesehen habe, dass bei DATEV ich zu den wenigen gehöre, die da so begeistert sind. Wo jetzt Simon so sein Statement gesagt hat, naja, dass die Learning Circles auch helfen, dass ich in der Gruppe mich austausche, das ist halt bei mir so ein Punkt, wo ich sage, das unterscheidet mich von anderen DATEV-Mitarbeitern. Die sind in der Regel zwischen 10 und 40 Jahren dabei. Die haben ihre Peer-Groups, die haben ihre Treffen, wo sie, da ist auch ganz viel so Freizeitlernen, so Angebote, die machen Sport zusammen. Die sind in Anführungszeichen auf so ein Learning Circle gar nicht angewiesen, weil sie 10.000 Punkte haben, wo sie hingehen können. Und das war so der Punkt, wo jetzt du das so gesagt hast, Simon, das macht viel aus. Für mich waren Learning Circles, das noch als abschließender Satz, das war für mich plötzlich eine Runde, wo ich Themen besprechen konnte, die ich so nirgends bespreche. Weil so in der Firma hat man ja so eine gewisse Abhängigkeit zwischen den Akteuren. Privat will ich nicht ständig mal Jobthemen reden. Dann waren die Learning Circles plötzlich Runden, wo ich in einem vertrauten Kreis so Fachthemen besprechen kann oder verschiedene Sichten auf was. Und das war so was, wo ich mir dachte, Mensch, das ist so ein ganz neuer Raum und
wie gesagt, also ich bin gespannt, was ihr jetzt hier sagt, weil ich vermute ja auch, dass hier ganz viele da seid, wo er sagt, in meiner Format, da Brumms, da sind Learning Circles und Erfolgsfaktor sind hier und da. Ich hätte, weil das finde ich ganz schön, noch eine Ergänzung zu meinem Thema. Natürlich ist auch das Thema, dass wir natürlich anbieten, dass jemand ein Format besucht und sich auch als wenn es digital ist, mit den Menschen danach austauscht oder eine Präsenzveranstaltung hat und die merken, ey, wir haben auch so ein Thema, wir sind da schon ein Stück weiter und die in Kontakt bleiben. Ich glaube, das ein Stück weit zu moderieren, die zu vernetzen, da auch dran zu bleiben, wie seid ihr denn da jetzt verblieben, dass das tatsächlich wichtig ist, weil dieses Alleine-Lernen funktioniert nicht. Ich glaube, es kann ein Kulturthema sein, weil was ich zum Beispiel auch charmant finde, wenn jetzt jemand von unserem Vorstand sagen würde, das Thema interessiert mich auch, ich gehe da rein. Also aus allen möglichen Bereichen und die tauschen Erfahrungen aus, ist ja auch ein kulturelles Thema und dann wirklich auch dadurch so ein Wissenstransfer durch die verschiedenen Peergroups und ständig wechselnde Mitglieder dann zu bekommen. Ne? Ich mache mal so eine kurze Zäsur. Für mich ist es völlig fein, wenn wir genau in diesen Formen die Session machen, wenn es für euch auch fein ist. Mir geht es mehr um das Thema LernOS zu vermitteln, aber wir haben noch eine Meldung. Tobias? Ja, ich wollte eigentlich nur die Meldung von vorhin unterstreichen. Bei mir in der, ich habe KI-MOOC, haben wir auch eine Lerngruppe gemacht bei der Kirche und ich hatte auch nur Mitarbeiter, die quasi, ja, vielleicht mal maximal 12 Monate in der Kirche tätig waren. Oder jetzt bei uns waren. Alle anderen habe ich dazu nicht irgendwie animieren können. Und Simon, du hast ja auch mal bei uns LernOS vorgestellt. Und es ist richtig schwierig, das Peer-Learning als Lernmethode zu etablieren. Also es ist bei uns ist so eine Lernkultur drin, dieses typische halt, steht ein Trainer vor oder da habe ich ein E-Learning und das mache ich. Aber dass ich mich austausche, dass ich selber quasi mich auch weiterbilde, das ist total schwer zu etablieren. Also da, das kann ich nur unterstreichen. Und das ist, ja, deswegen bin ich auch gerade hier, um irgendwelche Wege zu finden, wie man das ins Reinbekommen kann, Interesse wecken kann. Pili. Aus meiner Erfahrung, also in meinem früheren Leben war ich bei Schaeffler genau dafür verantwortlich, also oder habe mich einfach verantwortlich dafür gefühlt, also Peer Learning in die Organisation zu bringen. Und ich habe ja 3 Jahre mit meinem Team gekämpft wie eine Löwin und eigentlich so mehr oder weniger alleine. Und dann gab es aber so einen Schlüsselmoment, den ich gerne mit euch teilen möchte. Wir haben es relativ gut geschafft, auf so einer Plattform dafür zu sorgen, dass also das kontinuierlich auch standortübergreifend tatsächlich gelebt wurde mit sehr wenig Mitteln. Und dann gab es einen Schlüsselmoment, in dem nämlich klar war, dass ich das Unternehmen verlasse und ich ja vielleicht etwas intensiv dazu aufgerufen habe, wenn ihr wollt, dass es weiterlebt, dann braucht es ab jetzt Menschen, die sich auch darum kümmern, weil auch mein Team damit aufgelöst wurde, als ich das Unternehmen verlassen habe. Und schlagartig haben sich 8 Leute aus der Community verantwortlich gezeichnet und das Ding überlebt. Also ich weiß, dass das Ding weiterlebt und hat heute nochmal einen ganz anderen Spirit, weil das, was ich 3 Jahre lang nicht geschafft habe, solange ich da war, war dann plötzlich da, nämlich dass sich aus der Community Menschen verantwortlich gefühlt haben, das Ding zu beatmen, wirklich sich verantwortlich dazu fühlen. Und das war für mich so ein, wirklich so ein Magikmoment und der ist es heute noch. Also für mich ist weniger die Frage, wie kriege ich es rein, sondern wie die Frage, die sich für mich heute stellt, ist, wie kriege ich eine Community dazu, dass sie sich wirklich selbst auch dafür verantwortlich fühlt, dass diese Plattform existiert, die sie sich selbst da nehmen dürfen und schaffen dürfen und auch vergrößern dürfen. Das finde ich so eine Schlüsselfrage dazu. Finde ich total spannend, was du berichtest, habe ich auch. Wo ich mich schmeiß weg. Schmeiß doch alles weg. Ja, ist weg. Man kann man alles kaufen. Also ich. Für die zu Hause geblieben, es gibt eine Kollegin, die schmeißt ja gerade ihr iPad. Immer wieder was. Da muss die Auftragslage so gut sein, die kann sich ja leisten. Wo war ich denn? Genau, dieses Lösen. Also wir wurschteln da alle rum. Ich glaube, die meisten von uns sind so Innovatoren, die so 3 Schritte vorne weg sind. Es dreht sich nicht. Wir stecken im Sumpf fest, das passiert nicht. Und dieses
wenn man dann geht, löst sich da. Also Mutti, Papi sind plötzlich weg und plötzlich laufen die Kinder los. Und ich finde es sehr frustrierend. Manchmal gucke ich auch zurück und denke mir, ach, da ist doch noch was. Oder auch jetzt bei der NBW gibt es so Sachen, weiß ich genau, da steckt mein Name dahinter. Außer mir weiß das keiner. Aber frustrierend ist es schon. Und das ist sicherlich etwas, was immer wieder passiert, wenn man mit solchen Sachen dann 3 Schritte vorangeht. Wir machen jetzt Job Rotation. Wir wandern, wir besetzen gegenseitig unsere Jobs und wandern immer weiter. Ja, super Idee. Ja, ja. Achten Sie, weit hergeholt ist es gar nicht. Ich kann mich gut erinnern, vor 2 Jahren auf der LOSCON haben wir versucht, überhaupt so ein Learning Circle Experience auf dem DigiCamp zu machen. Da gab es noch keinen eigenen Lernpfad. Jetzt sitze ich 2 Jahre später dann, habe einen von der DATE vollfinanzierten Lernpfad und eine Geschäftsleiterin, die das gut findet. Das halte ich erstmal als Entwicklungsstrecke für 2 Jahre gar nicht so pessimistisch. Nur der Selbstläufermoment, auf den ich gehofft habe, dass es sich verteilt, da scheinen wir offensichtlich einfach gute Gründe von Kolleginnen zu haben, es nicht zu tun. Und mein Problem ist, dass diese Schulung von Vorgesetzten, die das dann anordnen, wenn die was anordnen, was sie nicht verstehen, funktioniert es 3-mal nicht. Weil die Leute, wenn sie nicht freiwillig, ob sie jetzt den Leitfaden lieben oder nicht, aber sich mindestens darauf einlassen, mit Fremden oder mit unterschiedlichen Menschen, 3-4 Wochen, meine Hypothese ist, nach 3-4 Wochen entsteht sowas. Wir hatten letzte Woche einen Termin mit Bernd Meyer, den hätte es nie gegeben, wenn man nicht 4-5 Mal vorher über ein Thema uns warm gesprochen hätten. Wir sind nach 10 Minuten in eine Tiefe gegangen. Die Eva musste zuhören, wie ich mit dem strategische Themen bespreche, die wir nie besprochen hätten, hätten wir nicht die Anlauframpe. Das hat mit dem Lernpfad im engeren Sinn, es war sogar unser Top-Thema an dem Tag. Es ging um Mindset bei Ökosystem. Aber was wir besprochen haben, ging nicht über den Lernpfad, sondern war eine tiefe, datenstrategische Diskussion, die wir nie geführt hätten, wenn es die Anlauframpe nicht gäbe. Und was ich tun muss, damit jemand sich darauf zulässt, bei der Geschäftsleiterin und Bernd weiß ich jetzt, die wissen, was es ist. Das würde ja auch bei den 120 Top-Managerinnen unseres Hauses nicht bei noch 2. Simone Wanken, bei Michael Link, der es verantwortet, weiß es schon nicht mehr. Also der glaubt es uns vielleicht, aber er weiß es nicht, im Sinne selbst erfahren. Und da beginnt dann, kann ich, wenn die dann ihren Leuten in einem LED reinschreiben, du sollst lernen, weißt, die kommen dann dahin und nach 2 Wochen sagen, das ist dann Scheiß, das ist dann nur vertane Liebesmühe, da haben sie auch noch recht. Das ist so ein bisschen die Frage, wie dieses Flämmchen weitergeht, in welcher Form. Und vielleicht ist auch Aufhören von Begleitung eine Form von Selbstverantwortung, die entsteht. Aber dann brauche ich trotzdem eine Community, die Verantwortung für etwas übernimmt. Wenn ich die noch nicht habe, rutscht es auch runter. Das, ja, also Community haben wir zum Beispiel keine. Du hast es jetzt natürlich smart gemacht, indem du quasi von oben die Stakeholder mit eingebunden hast. Wir haben genau den anderen Weg gewählt, dass wir dachten, okay, lass mal Grassroot machen. Ja, lass mal interessierte Leute finden, mit denen wir das jetzt hier wuppen. 1. Anlauf, 2. Anlauf, wir so ganz, ne, Bilderbuch, Infosession, Kickoff, Pitstop, Bergfest, Kickstop, Pitstop, Abschluss. Also das volle Programm durchgezogen, um uns dann anzuhören, ja, aber so viel lesen, mi und Zeit und dann kommt einer nicht. Und ich dachte so, okay, also irgendwie Lernkultur haben wir ein Thema. Und dann das Letzte, und da hätte ich jetzt gerne mal eure Rückmeldung zu, dass ich dachte, okay Leute, wie kann ich es noch einfacher machen für euch? Soll ich also für jede Woche, also ich bin jetzt kurz davor, deshalb schätze ich eure Rückkopplung, soll ich jetzt für jede Woche ein Mini-Video drehen und sagen, hallo Leute, diese Woche geht es um Scarf und übrigens mega spannend, die 3 wichtigsten Fakten, den Rest kriegt ihr schon selber hin. Ne? Also, weil ich glaube, dass zum Beispiel einige Leute da auch Zeug überlesen haben und gesagt haben, oh, kommt für mich gar nicht in Frage, du. So, ja, also, wenn ich jetzt zuerst war. So, erstmal reinhusten für die zu Hause. Einmal zu dir, das Thema Marketing und das immer wieder. Also ich darf jetzt berichten, dass mein Konzept im Aufsichtsrat vorgestellt wurde, aber es ist mit mir besprochen worden und ich weiß auch nichts davon, aber ich weiß, dass es passiert ist letzte Woche. Das hefte ich mir jetzt dann auch nur so ganz leise so hier irgendwo hin. Und bei dir, ja, ich glaube, es ist notwendig, dass man Leute vielleicht mit langen Texten überfordert, anders anspricht. Wir haben in einem anderen Thema eine Best-Work-Transformation gemacht. Jeder kann arbeiten, wo er oder sie möchte in Zukunft. Also das hatten wir während Corona gemacht. Und wir haben extrem viel asynchron gearbeitet. Und das war immer von Videos begleitet. Das heißt, es gab immer ein Video am Anfang, 2, 3, 4, 5 Minuten, kurz und knackig, hätte man auch lesen können.
aber das haben wir mit Videos gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Form, Leute abzuholen, sie berieseln zu lassen, in der Medienwelt berieseln zu lassen. Das passiert jetzt. Und dann kann ich in den Austausch gehen. Also das Textuelle ist vielleicht wirklich manchmal nicht der richtige Weg. Ja, aber ich wollte noch mal kurz was zu deinen Punkten eben sagen. Ich glaube auch, also man kann, es muss ja authentisch sein, man kann jetzt nicht Führungskräfte schulen und sagen, bringt es deinen Leuten bei. Ich glaube, so viel muss es auch gar nicht sein. Also mein Eindruck oder die Erfahrung ist, es reicht das Interesse. Also wenn jetzt der Vorstand zum Beispiel sagt, das ist eins unserer Prio-Themen, dann fragen Führungskräfte plötzlich doch nach in ihren Teams, weil wenn dann der Vorstand fragt, müssen sie Beispiele nennen können, was macht denn da dein Team oder wie machen die das denn? Das ist vielleicht eine ganz gute Starthilfe, weil ich glaube, dann kann Peer Learning und können die Themen auch Spaß machen. Ich glaube, es reicht wirklich, das Interesse danach zu fragen und auch mal selber mit dabei zu sein beim Peer-Learning und sagen, ich würde mich gerne mal mit dem Thema einbringen, dabei sein, also tatsächlich diese Vorbildfunktion. Ich glaube, dass das letztendlich schon ist. Und was ich mir auch vorstellen könnte, was bei uns aber, glaube ich, nicht geht wegen dem Betriebsrat, so eine Art Visibilität oder Gamification, dass man sagt, du kriegst Kulturpunkte, wenn du Themen reinbringst oder wirst irgendwie gewotet oder auf der Weihnachtsfeier genannt. Gut, das mögen jetzt auch nicht unbedingt alle so im Dings, aber dass sichtbar ist, dass ich was mache. Und ich könnte mir bei, also auch insgesamt vorstellen, wenn ich das bei Führungskräften mit in das Jobprofil mit reinnehme, dass das eins ihrer Aufgaben ist, nicht unbedingt zeitgemessen, aber die Themen wirklich zu betreuen, dass sie dafür die Verantwortung haben, dass nicht sie, aber ihr Team oder andere Leute das machen und das dann in einer Zielvorgabe vielleicht ein Stück weit messbar irgendwie macht in Form von Projekten, für die sie die Verantwortung haben. Ich glaube, dann kann das schon mal ganz gut losgehen. Das ist vielleicht ein bisschen mit Daumenschraube, aber ich bin ja überzeugt davon, dass es Spaß macht, auch wenn man vielleicht sich erst betonen fühlt. Ja, ich kann nur nicht fangen, weil ich ihn weiterleiten. Danke dir. Super. Auf das Thema Video und verknüpft mit dem, ich glaube, Martin, ne? Was du vorhin gesagt hast und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, also womit wir total gute Erfahrungen gemacht haben, ist, das Lernen tatsächlich und auch das Peer-Learning ganz stark mit Projekten zu verknüpfen. Und wir haben zum Beispiel so den Podcast LernOS wirklich ins Unternehmen reingebracht, weil wir einfach mal eine Podcast-Plattform gegründet haben und haben gesagt, wenn die Fachbereiche ihre Themen kommunizieren wollen, dann geht das total schnell mit Podcasts. So, und dann waren die ganz schnell dabei, und wie macht man jetzt Podcasts? Und dann macht ihr einen LernOS, dann lernt ihr, wie ihr Podcasts macht. Und dann waren die Fachbereiche unglaublich scharf drauf. Also wirklich dieses ganz praxisnahe Projekt. Also wie kriege ich Themen wirklich in die Organisation rein? Wie kriege ich unser Fachbereichswissen in die Organisation rein? Also dieses Verknüpfen von Projekt und Fachwissen und Lernen, da waren die unglaublich schnell dabei. Und die Podcasts waren insofern attraktiver als die Videos, weil ich die tatsächlich also mit einem viel kleineren Aufwand in der Organisation einmal produzieren konnte, ablegen konnte und dann auch auf meinem Mobilgerät am Ende runterladen konnte. Mit den Videos bist du halt gerade eine Organisation, du brauchst einen eigenen Videoserver etc. Das ist halt immer viel, viel, viel mehr Aufwand. Also das war echt so dieses sehr praktische Hands-on. Das hat die Attraktivität des Lernens, glaube ich, unheimlich gefördert. Die haben die einfach auf so einem ganz einfachen Server, also oder Tobias, Simon kann das bestimmt besser erklären als ich. Aber auf jeden Fall war es technisch viel, viel weniger Aufwand. Das konnten die wirklich selbst machen. Das geht schief. Da gibt es weiter. Ach so. Der rechte Arm ist kaputt und du denkst, ich glaube schon. Ich finde die Diskussion ganz spannend, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich nur in den Praxissachen hängt oder ob es an der Tatsache hängt, ob etwas, wie ich es vorhin gesagt habe, sexy oder nicht sexy ist. Und Podcasting ist halt nice. Es ist cool, da hat man irgendwie was, was man zeigen kann. Und KI ist irgendwie auch cool. Und wenn ich jetzt, Christian, an Strategieaktivierung, stell dir vor, wir machen einen Lernos Strategieaktivierung. Das ist halt aktuell im Unternehmen, glaube ich, nicht so attraktiv, nicht so sexy. Also stell dir vor, Ökosystem ist eines der vier Strategiefelder. Ich bin nicht so weit weg von der Strategie, wo du denkst. Ich weiß, wo du sprichst. Ja, genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob es
wirklich an dem Projekt hängt. Also wenn wir sozusagen, wir machen Strategieaktivierung und jeder macht ein Video oder einen Podcast dazu. Ich weiß nicht, ob wir damit mehr Leute bekommen oder ob es wirklich an den Themen hängt, ob sowas dann irgendwie auch erfolgreich wird. Das wollte ich einfach nochmal in den Raum werfen, weil es mir bei dem Podcasting wieder aufgefallen ist. Da wäre ich auch sofort dabei, aber einfach weil Podcasts halt cool sind und nicht, weil es praktisch ist. Das wollte ich nochmal einwerfen. Das ist, glaube ich, auch interessant. Ja, ich hätte aber auch nochmal eingelenkt an der Stelle, innerhalb des Circles jetzt Videos zu machen, finde ich eine echt coole Idee, muss ich wirklich sagen. Also ob es jetzt Podcast oder Video ist, einfach weil es was anderes ist und die Leute irgendwie catcht, viel mehr als so ein ellenlanger Text, definitiv. Und vor allem, wenn ihr die halt aufnehmt, ich habe auch das Gefühl, je individueller die Ansprache, desto mehr springen die Leute halt auch drauf an. Von daher passt es, glaube ich, auch ganz gut. Also ich kann das jetzt nur unterstreichen, innerlich sehr viel genickt. Ich glaube, wenn man das, was man lernt oder besprechen will, mit der Strategie verknüpft, in den Köpfen der Führungskräfte, was da rauskommt, was, wenn Menschen sich mit neuen Themen beschäftigen und dann selber vorantreiben können, also wenn die selber sich so ein Projekt überlegen, was ein Thema hilfreich sein kann, wenn die Menschen mitmachen, dass die das unterstützen, finde ich wichtig, dass man so ein gewisses Projekt formuliert, dass es zielgerichteter für die Menschen ist, kann ich mir auch gut vorstellen und vor allen Dingen glaube ich aber auch feste Zeiten freigeben dafür. Also, weil ich höre das immer wieder mal durch, dass die Menschen halt so viel haben und operativ so viel Druck ist und Termine, die fertiggestellt werden müssen, dass halt dann sowas, auch wenn es schön ist und eigentlich Spaß macht, eher als nice to have. Also es muss eine strategische Wichtigkeit haben und es muss seine Zeiten haben, wo man sagt, da kann ich mich jetzt dafür einsetzen. Ja, und ich habe euch noch eine Geschichte, passt sehr gut. Ich habe im letzten Jahr angeregt von Nele Hirsch ein Bar Circle gemacht. Das heißt, 6 unserer Kundensysteme haben 70 Menschen zusammen in einem Hotel in Ulm gesammelt, um an einem Barcamp übergreifend in den Austausch zu gehen, mit dem Ziel, am zweiten Tag bilden sich Lernzirkel. 3 von den 6 Kanzleiinhabern haben selber in einem dieser Learning Circle Experiences der letzten 3 Jahre Erfahrung gesammelt, haben ihre anderen Peers überredet, so eine Vertrauenssituation zu bauen, weil das ist ja nicht ohne, stellt euch vor, 60 Menschen im Raum, 6 Systeme, 6 Steuerkanzleien, die alle auch ein bisschen ähnlich sind, wo ihre Chefs mit ihren Mitarbeitern im doppelten, ohne doppelten Boden miteinander barcampen. Das hatte schon was. Und dann haben am zweiten Tag haben sich dann die Circles gebildet, viel zu groß, Jochen, 25 Leute. Ich sage, ihr könnt mit 25 Leuten keinen Circle bilden. Doch, Christian, wir trennen uns jetzt nicht mehr. Das ist Wahnsinn, wie so Systeme sich, wenn die sich gebildet haben, 20 Minuten später taten wir so, als ob sie scheiden, wenn sie sich trennen. So. Unglaublich, unglaubliche Energie. Und dann ist es ja nicht so ganz einfach mit 6 Chefs. Und ich wollte den Boxenstopp im Januar, das war im November, dachte im Januar, so lange Rede, kurzer Sinn, der Boxenstopp hat bis Juni gedauert. Ich habe also bis Juni 0 Interventionen in dieses System gegeben. Weder Video noch sonst irgendwas. Die sind losgelaufen, haben zum Teil weder gewusst, wo die Lernpfade sind, noch was sie eigentlich für eine Rolle haben. Ich habe das halt so erklärt. Die meisten haben das am ersten Tag gehört, Baum und Borke. Und dann kamen zum Boxenstopp von den 65, 25. Das Allerschönste war, die 5 Chefs kamen natürlich alle. Und dann haben die ersten 3 gesagt, dass wir ja beschlossen haben, dass die Chefs nicht mitmachen beim Lerncircle. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo beschlossen hätten, dass die Chefs nicht mitmachen. Aber die 3, die in keinem Circle waren, haben angefangen, Erfahrungen aus Circles zu berichten über ihre Mitarbeiter, die in Circles gewesen seien. Und die waren dann zum Teil auch live dabei. Dann hat der eine festgestellt, ach, das wusste ich gar nicht, ich war im Circle. Und schwärmt, wie toll es im Circle war. Und lange Rede, kurzer Sinn, von den 7 Circles gibt es immer noch 4. Die treffen sich nicht mehr wöchentlich, sondern einmal im Monat und haben vor ihren Kollegen gesagt, dass sie jetzt eine Hotline haben für konkrete Fragen rund um unsere Produkte, für die E-Rechnung. Und ich saß da davor und dachte mir, das gibt es gar nicht. So wenig Intervention von erwachsenen Menschen reicht dafür, dass die 6 Monate später selbstorganisierte Vernetzungsgruppen haben. Was ist der Downer von diesem Gespräch? Der Leiter, Geschäftsleitungskollege Außendienst, sagte wörtlich zu mir, meine Außendienstkollegen haben keine Stunde Zeit, um mit Kolleginnen und Kunden in einem Netzwerk zu lernen.
Dann dachte ich mir, okay, das ist dasselbe System. Der Christian erzählt von denselben Kunden. Das ist nicht gelogen. Und die 1200 Mann starke Einheit kriegt von ihrem Chef das Signal, ihr habt keine Stunde Zeit für Lernen. Brauche ich den Kolleginnen im Außendienst sagen, die sollen so Bar-Circus machen? Soll ich denen das empfehlen? Nee, das lasse ich stecken. Weil unter den Bedingungen tue ich ihnen keinen Gefallen, wenn ich ihnen auch noch Erfolge bringe, wo der andere sagt, da kann man, habt ihr doch keine Zeit dafür. Insofern, das ist wirklich so, Matze, natürlich hat es was mit Sexiness und nicht zu tun. Aber wir haben leider einen Transformationsprozess, wo ich nicht nur auf sexy Themen setzen kann, um Gottes Willen. Also wenn wir uns aufs Lernen auf die sexy Themen beschlagen und den Rest machen wir irgendwie, wir müssen diese Kompetenz in unsere Organisation bringen. Wenn wir keine Ökosystemkompetenz aufbauen, wird es uns in ein paar Jahren nicht geben. Ich will die Dramatik des Vorredners nicht auf 4 Jahre beschränken, aber ohne Ökosystem wirst du nicht mehr überleben können in der zukünftigen Form von Business. Deswegen brauchst du die Kompetenz und zwar bei möglichst vielen. Das ist die. Deswegen müssen wir die Form auch energetisch verbreiten. Ich hätte vielleicht noch eine Idee, es fällt mir ein von meiner vorherigen Jobstation bei Rewe Digital. Da hatten wir auch immer ähnliche Themen, dass die Leute das dann nicht machen und sich nicht beteiligen. Und da haben wir dann tatsächlich einfach Stand-ups gemacht, die aber die Geschäftsführung einberufen hat. Und die hat dann gefragt, wie läuft es denn mit dem Projekt? Und das ist ja super. Und dann haben die auch manchmal gesagt, na, das ist irgendwie funktioniert gar nicht und die Abteilung hilft uns nicht. Und dann hat der Geschäftsführer der Vorstand gesagt, ja, also ey, das ist mir wichtig, sprech mal mit denen. Morgen hast du einen Termin mit dem und dem und die haben dann Kapazitäten. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, dass jemand, der ein strategisches Thema hat, dann auch Kante zeigt, auch von einer großen Gruppe beim Stand-up, wo alle sind, wo die Leute gelobt werden, wo der sich auch interessiert, wie ist der Fortschritt oder dann auch sagt, ey Leute, super, morgen gehen wir mal einen trinken, die Dings kommt auf euch zu, macht einen Termin oder was auch immer. Und das hat immer tatsächlich ganz gut funktioniert, weil wenn jemand da war vom Vorstand, dann waren diese Termine auch immer voll und dann hatte auch jeder eine Meinung eigentlich. Hallo Vini in der Haus. Wir haben noch 4 Minuten. Ich würde die Schlussrunde einläuten. Gibt es noch jemand, der was sagen will? Teilt noch, was euch durch den Kopf geht. Nicht werfen. In der Box gibt es auch was zum Thema Confirmity Bias. Wieso gibst du das jetzt an mich weiter? Das war die Empfehlung. Die größte mengenmäßige Erfolg einer Initiative für Peer Learning war der Leitfaden Diversity und Inclusion, den Piwi mitentwickelt hat. Der hat mich illusierend lang glauben lassen, dass das jetzt ein Selbstläufer wird. Da haben sich 120 Menschen gemeldet. Wir hatten 14 Circles und das war. Und dann dachte ich, es geht so weiter. Das ist es nicht. Und vielen Dank für eure Bereitschaft, Erfahrungen zu teilen. Ich halte diesen, ich habe heute mit dem Thomas Jennewein einen Podcast aufgenommen und er hat gesagt, das ist das gebetsmühlenartige Rädchen drehen. Ich glaube, dass so Energie wie solche Runden, wo Menschen miteinander sind, die das schon mal gemacht haben oder die Erfahrungen in anderen Organisationen teilen, dass sich das energetischer anfühlt wie das eine oder andere Gespräch mit Menschen, die sich das schwer vorstellen können, dass darüber eine vernünftige Form von Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich bin da fest davon überzeugt, freue mich über eure Resonanzen. Ich werde irgendwann wieder zur Learning Circle Experience einladen. Wann, weiß ich nicht. Das nächste DigiCamp steht noch ein bisschen im Raum. Ob es das in Wies gibt und ob es auch eine gute Idee ist, es an ein Format zu binden. Da bin ich inzwischen auch ein bisschen skeptisch, ob diese Formatbindung nur Vorteile hatte. Vielleicht brauchen wir andere Formen, wenn jetzt unser neuer Workplace-Kommunikationsraum entsteht. Vielleicht können wir auch neue Tools nutzen, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und KI wird das Selbstläuferthema sein. Da glaube ich auch dran, Nazi, das wird kommen. Eine Minute haben wir noch. Ja. Habt ihr Erfahrungen, weil Lernen basiert ja eigentlich komplett auf Freiwilligkeit, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe vorhin an die 4-Week-Challenge gedacht, die ja angelehnt ist an diese Lernstruktur, die im Haus nicht gut angekommen ist. Habt ihr Erfahrungen mit nicht freiwilligen Lernen? Also quasi, ihr zwingt die Leute da rein und das wird von oben organisiert. Und wenn ja, Daumen hoch, Daumen runter, wie waren die Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren. Also wenn wir diszipliniert dran geblieben sind und die Führungskräfte dran geblieben sind, auch ohne Freiwilligkeit. Ja. Das war Teil der Aufgabe der Menschen, was zu tun. Du kannst schnell springen.
Achso, ich dachte, du wolltest. Es war Teil der Aufgabe der Menschen, das zu tun. Und durch diese Verbindlichkeit sind die dann in die Verantwortung gekommen und dann war es auch Teil von ihnen. Okay. Herzlichen Dank für euer Interesse. Vielen Dank. Ich wünsche euch was. Sehen uns.